jetzt mal, wo denn der Hintergrund für die Regulierung ist, die wir hier in Europa haben. Und dazu möchte ich erstmal von Ihnen eins wissen. Das Thema Kartageverbot, das geistert ständig durch die Presse, gerade in diesem Jahr, im Spätsommer, wieder zunehmend. Und wer ist denn der Meinung, dass ein Kartageverbot einfach nicht umsetzbar ist? Das wird nie kommen. 3, 4. Okay, das notieren wir uns mal. Ja, ich mache einfach 0, haben wir 4. Wer glaubt denn, dass es, also wenn überhaupt, dann in 10 bis 15 Jahren kommt? Okay, und wer glaubt, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren so weit kommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 7. Okay, also da haben wir B, A und C. Und 6 dann. Okay. Gut. Jetzt erkläre ich Ihnen mal, warum diese Diskussion überhaupt entstanden ist, dass man Maklern das Thema Kartage verbieten muss. Das hier können Sie nachlesen in dem Buch Vorname weiß ich nicht, Kraus heißt er, der ist Mitglied der BIPAR, die BIPAR ist der Europäische Dachverband aller Vermittlerverbände. Und er hat ein Buch geschrieben, das erschienen ist in der hanseatischen Reihe, glaube ich. Können Sie beim Verlag Versicherungswirtschaft beziehen. Und das heißt, die Kartage oder die Vergütung des Versicherungsmaklers im Rahmen internationaler Entwicklungen. Da können Sie das nachlesen. Und hier haben wir die Spitzer-Affäre. Es gibt zwei Spitzer-Affären. Wer kennt die zweite? Also die erste ist Thema Marsh. Elliot Spitzer ist der Generalstaatsanwalt von New York. Die zweite ist schöner. Okay, die zweite ist schöner, ist pikanter. Okay. Also die erste Spitzer-Affäre war, dass Spitzer Marsh erwischt hat, wie sie ihre Kunden betrügen. Das ist schlecht. Die zweite war dann, dass man den Spitzer erwischt hat, wie er mit einschlägigen Damen unterwegs war in diversen Hotels. Ja, damit war er dann auch nicht mehr Generalstaatsanwalt. Also es ist pikanter. Was war hier passiert? Hier verklagt gerade der Generalstaatsanwalt, Attorney General of the State of New York, Plaintiff als Kläger, Marsh McLennan Companies Incorporation und Marsh Incorporation. Beide Unternehmen, Defendants, Verteidigende, ja, bei uns heißt es einfach Beklagte. Und zwar im Zusammenhang mit dem sogenannten Steering und Bid Rigging in more than 100.000 Cases. Und das bedeutet Umsatzsteuerung zum Nachteil der Kunden und Manipulation von Angeboten in mehr von 100.000 Fällen. Was hier passiert war, und das kann man alles nachlesen in dem Buch von Kraus, oder Sie können direkt die Sachen downloaden heutzutage. Wie hieß das Buch nochmal? Die Vergütung des Versicherungsmaklers im Rahmen internationaler Entwicklungen. Ich kann Ihnen nachher in der Pause auch die ISBN-Nummer geben. Ich habe es nämlich sogar hier. Und wenn Sie den Titel googeln, finden Sie interessanterweise ein komplettes PDF im Web. Frei zugänglich. Warum das so ist, weiß ich nicht. Von mir ist es nicht. Ich gebe es auch nicht her. Ich habe es als PDF mir natürlich gezogen, ich habe es auch im Print. Aber da sind ja Urheberrechte drauf. Ich weiß nicht, wie sowas im Web erscheint, aber so ist es halt heute. Nun ja, also was hier passiert war, ist folgendes. Die Makler machen ja, wenn sie im Composite-Bereich tätig sind, genauso wie auch in Altersvorsorge-Bereichen, Rahmenverträge mit Versicherungsgesellschaften. Und da kommen dann, wenn man die entsprechende Durchsetzungskraft hat, weil das Volumen stimmt, entsprechende Klauseln rein. Ja? Und dann kann ich eben im Bereich der Arbeitnehmerschaft Rahmenverträge stricken, BU ohne Gesundheitsprüfung, ja, Krankenzusatz ohne Gesundheitsprüfung, bla bla bla. Im Composite-Bereich geht es dann mehr darum, wie ist denn die Produktdeckung zu verklausulieren, ja? Und dann geht es noch um die Konditionen.
Und das ist ganz normal, das ist nichts Ehrenrühriges. Das Ganze nimmt natürlich dann unangenehme Ausmaße an, wenn die Bonifikationen, die ein Versicherer für solche Kontingente zur Verfügung stellt, super interessant werden. Und ganz hässlich ist es halt dann, wenn der Makler nur noch seinen Boni im Kopf hat und nicht mehr den Kunden. Und das ist passiert bei Marsh. Da konnte Spitzer durch Untersuchung von Marsh und verschiedenen Versicherungsgesellschaften reihenweise Unterlagen sicherstellen, wo er nachweisen konnte, dass Marsh unabhängig davon, ob dieses Versicherungsprodukt auf den Kunden passt, die einfach in den Rahmenvertrag geklatscht hat, damit sie ihre Ziele erreichen und die Boni kriegen. Man nennt es Contingent Commissions im Englischen, Kontingentkommissionen. Und nachdem das offenbar nicht gereicht hat, haben die dann auch noch Folgendes gemacht, und da hört es dann wirklich auf. Ich habe meine drei Underwriter, ich habe heute den holzverarbeitenden Betrieb auf meinem Tisch liegen, muss das Ding Feuerversicherung, wir haben FI-Risiko, ich habe das schon mal vorkalkuliert, meine Herren. Also Prämienbedarf, würde ich mal sagen, so 50 Millionen Dollar. Und jetzt funke ich Sie an und sage, das ist auch, ich hätte gern von Ihnen ein Angebot über 65 Millionen Dollar. Und das sagen Sie schon an den Eckdaten, tut es keine Feier günstiger. Und dann sage ich, interessiert mich nicht. 65 Millionen hätte ich gerne Quotierung einverstanden. Und dann sagen Sie, super, wann gibt es denn solche Angebote? Mache ich. Und dann rufe ich den Herrn Hohlfeld an und sage, hey, pass auf, klar, ein Angebot von dir. Schickt er die Unterlagen über 70 Millionen Dollar. Dann sagt er, das kann ich vergünstiger, ist eh wurscht. Ja, ich hätte es gern so. Und dann sagt er, super. Ja, und dann rufe ich den nächsten Mann und sage zu dem 80 Millionen Dollar. Und dann nehme ich alle drei Angebote und gehe zu meinem Kunden und platziere das Ding für 55 Millionen Dollar. Hätte ich hart verhandelt, hätte ich es wahrscheinlich für 40 oder 45 platziert. Und das ist Betrug. Schlichtweg Betrug. Das hat Marsh gemacht. Ja. Dafür wurden die dann auch verurteilt, ja, und zwar 2008 war das, und mussten 850 Millionen Dollar in einen Fonds zur Entschädigung von 100.000 Kunden bezahlen. Das ist mal richtig Geld. Und sie mussten 1,7 Milliarden Dollar Bonifikationen zurückbezahlen. Das ist ja in der amerikanischen Rechtsprechung häufig so, dass Zahlungen Strafcharakter haben. Ja, also ich zahle einfach an jemanden mal das, was ich gekriegt habe, zurück, ja, und da ist ein Teil meiner Sünde getan. Ja. Und blöderweise wurde im gleichen Jahr ein ähnlicher Vergleich gemacht mit Aon, mit Willis, mit Gallagher und einem anderen Amis. So, und jetzt haben wir hier mal die drei Größten der Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Unternehmenskultur eines internationalen Großmaklers im Stammhaus in den USA so ganz anders ist wie in der Niederlassung in Großbritannien oder in Deutschland. Ich denke, wenn man interessante Geschäftsmodelle mal entwickelt hat, versucht man die überall umzusetzen. Aber man kann natürlich auch sagen, nein, das sind die Amis, das ist Amerika, das ist weit weg, interessiert uns nicht. Die Europäische Union hat aber dann gemerkt, Spitzer gibt es nicht nur in Amerika, weil zweitgleich dieser Fall aufgetreten ist in Ungarn. Da wurden nämlich die Allianz, die Generali, Opel, Porsche und Peugeot wegen wettbewerbswidriger Absprachen verurteilt. Der Vorwurf, den man denen gemacht hat, ist, ihr stellt euch dar, ihr werdet Makler, ja, und versichert den Kunden bestmöglich und nachweislich platziert ihr nur bei zwei Unternehmen, weil die besten Quotagen bezahlt. So geht es nicht. Kennen wir auch diese Spiele, gibt es auch in ihrem Wettbewerbsumfeld. Ja. Und da war der EU einfach klar, das ist nicht nur bei den komischen Amerikanern so, das ist hier in Europa. Und dann hat man die Sektoruntersuchung eben angestoßen, die kennen Sie auch, die ist dann 2007 veröffentlicht worden und da hat es dann schon die ersten Hinweise gegeben, dass das Thema Quotage problematisch sein könnte, weil unter Umständen die Versicherer Vertrieb kaufen oder die Auswahl des Versicherungsmaklers beeinflussen können. Und dazu muss ich Ihnen sagen, ich bin ja selbst 20 Jahre Makler gewesen und ich war in der Situation, dass ich mal einen Vorgang hatte, wo es mir arg schwer gefallen ist, ja, voll im Kundeninteresse zu entscheiden, weil
Die Courtage war da schon verlockend. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich da in solchen Fällen mal die Entscheidung nicht für den Kunden getroffen habe, sondern für mich. Ist einfach so, ich habe früher auch Dinge getan, die ich heute nicht mehr tue. Aber ich glaube, das Kernproblem ist die Courtage an sich. Wenn dieses Problem gewährt, dieser innere Zusammenhang gewährt, dann gibt es die Herausforderung schon mal gar nicht. Ja? So, und deswegen ist es so, dass in vielen Ländern Europas es bereits Offenlegungspflichten gibt. Da muss der Makler zumindest schon mal sagen, was er verdient, ja, damit der Kunde wenigstens sieht, oh, der Makler, der verdient nur 500 Euro dran und der 1500, muss ich schon mal nachfragen, wie das dann so ausschaut, ja, ob da besondere Motivation ist oder ob der mir nicht das Produkt oder ähnliches für weniger oder und so weiter. So, und ein Courtageverbot wurde in diesen Ländern bereits beschlossen und in Deutschland denkt man drüber nach. Großbritannien macht über den meisten Werbe, 31.12. diesen Jahres ist Schluss bei denen. Das wissen Sie mit Sicherheit, ist ja lange genug durch die Presse gegangen. 2010 wurden die Marktteilnehmer von der FSA informiert. Und ich glaube, dass gerade Großbritannien sehr stark auf die EU einwirken wird, weil die haben die längste Erfahrung mit den sogenannten Mischmodellen. Dafür votieren ja die meisten Verbände hier in Deutschland auch. Die sagen, hey, bitte, Courtage und Honorar nebeneinander und wir legen das offen und es funktioniert schon alles. Das Problem ist, dass in Großbritannien schon 12 Jahre lang eine Offenlegungspflicht bestanden hat und der Makler dem Kunden erklären musste, ich bin auf Courtage-Basis tätig, kriege ich so viel, oder ich bin auf Honorarbasis tätig, da kriege ich so viel, was hättest du denn gerne? Und die Financial Service Authority hat dann in den Folgejahren immer wieder untersucht, Markterhebungen gemacht bei Unternehmen, bei Verbrauchern, so ganz banal. Hallo, Herr Hohlfelder, Sie sind beim Makler platziert. Was kostet der denn? Dann waren die Kunden, die Verbraucher, die Unternehmer da gestanden. Also, keine Ahnung. Und nun kann es natürlich sein, dass die das vergessen, klar. Ja? Aber wenn halt niemand was weiß überwiegend, dann ist das schon komisch. Ja? Dann würde der Verbraucher oder der Unternehmer wenigstens sagen, ja, ich habe da mal drüber gesprochen, aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Nur wenn die halt überhaupt keine Idee haben, dann könnte das so sein, dass mit diesem Menü, wie die Dritten das bezeichnen, das muss ich dem Kunden vorlegen, ein Menü, ja, dass mit dem Ding halt das Gleiche passiert wie bei vielen Ihrer Kollegen mit dem Produktinformationsblatt. Also, hoch, jetzt ist es auf Seite 47 gelandet. Das ist halt blöd jetzt irgendwie, gell? Also, Polemik beiseite, was wurde gemacht in Großbritannien? Die Leute wurden nicht informiert und die Briten haben sich das lange genug angeschaut und deswegen hat die FSA dann 2010 gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir so oft eingewirkt auf euch und ihr macht es eigentlich einfach nicht, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Schluss mit lustig. 31.12.2012 gibt es keine Courtagen mehr, bereitet euch alle vor, ihr habt jetzt 2 Jahre Zeit. Punkt. Das war's. Und deswegen sieht es also momentan so aus in Europa. Ja, da, wo Sie ein Ausrufezeichen sehen, sind Offenlegungspflichten. Ja. Mittlerweile haben wir auch gewisse Offenlegungspflichten. Und es wird noch wilder. Und